Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute wieder um ein iPhone-Case. Dieses Mal geht es um das Spiegen-Case. Und zwar das ganz normale Ultra Hybrid Crystal Clear. Das ist ja eins von meinen Favorite, also All-Time-Favorite Cases, wenn es ums Handy geht. Egal welches Handy, wenn es das Ultra Hybrid gibt von Spiegen, dann hole ich mir das in der Regel dafür, weil wir haben Form-Fitted for the Device, Ultimate Everyday Protection, Stable Mounting, also alles mit drin, was man sich so vorstellt. Und die werden nicht gelb. Also ich habe da wirklich schon welche ein Jahr benutzt, durchgehend jeden Tag und die werden nicht gelb. Also die vergilben nicht und das ist wirklich was, was bei durchsichtigen Cases einfach schwierig ist. Und ich finde einfach zu meinem weißen iPhone passt es einfach am besten. Deswegen werde ich jetzt das Ganze einfach mal öffnen. Zack. Das holen wir raus. Sonst ist nichts mehr drin. Kommt zur Seite. Das kommt auch raus. Da haben wir es dann schon. Da ist immer dieser Aufkleber drin. Das ist das Einzige, was echt scheiße ist, ist dieser Aufkleber da drin. Aber den kriegt man auch raus, wenn man ein geübter Spiegencase-Käufer ist, so wie ich. Zack, weg damit. Und auch hier. Einfach nicht aufgeben und abziehen. Weg damit. Und da haben wir das dann schon. Wie gesagt, mein All-Time-Favorite Case, das Spiegencase. Hinten ist es etwas härter, hier ist es etwas weicher. Und das Ganze tun wir jetzt rein, aber vorher noch putzen, weil das ist ja durchsichtig, da muss es ja auch gut aussehen. Und das tun wir jetzt hier rein. Zack. Zack, zack. Schaut euch das an. Sieht super aus. Aussparung, alle da. Da, Seite auch. Da kommt man wirklich an die Knöpfe mega gut dran. Auch hier überall perfekte Knöpfe. Also man kriegt wirklich einen tollen Druckpunkt. Auch die Mute-Switch funktioniert toll. Umlegen aufs Display, kein Problem. Jetzt können wir noch Wireless Charging testen, ob es geht. Ja. Geht auch, passt. Also auch das funktioniert. Wie gesagt, ich kann immer nur sagen, dieses Spiegencases und gerade das Ultra Hybrid ist für mich eins der besten Cases fürs Handy. Und wer da irgendwas in der Richtung sucht, sollte definitiv das sich mal angucken. Ich habe das in der Videobeschreibung unten verlinkt. Das ist relativ günstig. Das kostet 9,99 € auf Amazon. Und ich sage einfach von 9,99 €. Ich hatte vorübergehend, ich sage es euch, wie es ist. Ich hatte vorübergehend das hier. Es ist eins von Hama. Das kostet 12,99 €, ja. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es einfach, diese super weichen Cases, die sind einfach nicht so geil, ja. Und auch der Schutzfaktor, ich meine, der kann ja gar nicht gut sein, wenn das schon hier im Prinzip, ja, nichts bringt. Und da kann ich mir auch gleich irgendwie kein Case dran tun. Aber ich wollte es halt nicht machen bei dem teuren Telefon. Deswegen, wie gesagt, 9,99 € auf Amazon. Es vergilbt nicht die Seiten und alles. Es ist einfach super gut geschützt. Du kannst es hier einfach drauflegen. Es ist wirklich top geschützt und du kannst alles benutzen. Also ich kann es euch nur empfehlen. Schaut für euer Handy, ob es das Case gibt. Ultra Hybrid von Spiegen und eine Videobeschreibung fürs iPhone verlinkt. Wie immer ein Affiliate-Link. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kauft es einfach über meinen Link. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo für meinen Kanal, da würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.